Ye podaza javandi quod legestaya andandi. Bo quod asto zege alai hidasti chandiequa andandai. Jede Handlung, alles, was wir einmal erlebt haben, ist im Bewusstsein des Universums vorhanden. Jede Handlung, die wir wiederholen, kann zu einem bestimmten Muster führen, kann dazu führen, dass wir uns im Alltag immer wieder in diesen Handlungen finden. Diese Handlung kann etwas Positives sein, das unser Leben bereichert. Es kann aber auch etwas sein, wo wir uns selbst im Weg stehen, wo wir nicht wirklich richtig bei uns sind, wo unsere Handlungsfähigkeit scheinbar nicht mehr da ist. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Mit der Möglichkeit der Wahl, mit Abstand zu Mustern, Abstand zu Stress und Abhängigkeiten. Herzlich willkommen jetzt bei dieser Session. Ich denke, dir geht es genauso wie mir, dass du bestimmte Sachen machst, die du ja vermeiden könntest, vermeiden solltest, aber dich immer wieder in diesen Handlungen findest. Das kann sein, dass du abends dir was vorgenommen hast, morgens nach dem Aufstehen im Prinzip in einen Mangel an Energie hineingehst und dir vielleicht plötzlich alles egal ist. Es kann aber auch genauso sein, dass du überkorrekt bist, aber mal loslassen solltest. Wir finden uns immer wieder in Situationen wie diesen. Es kann sein, dass du eine bestimmte Angewohnheit hast, in eine Abhängigkeit hineinzugehen, dass du, wie viele von uns, morgens gleich ins Handy reinguckst. Und das Erste, was du tust nach dem Aufwachen, erstmal die Informationen abrufen, die da sind für dich. Dabei ist gescheiter wäre, einfach erstmal den Tag in Ruhe zu beginnen und mal ohne Bildschirm, ohne Kontakt mit der Außenwelt, nur mit dir selbst. Einfach hier drin zu sein, da zu sein, aufzuwachen, voller Kontakt und Zärtlichkeit und Liebe zu dir selbst. Und so frage ich dich jetzt einfach mal, wie findest du das bei dir selbst? Wie findest du diese Sachen bei dir selbst? Wie spürst du das, wenn ich sage, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit Mustern? Du wirst gleich merken, dass du sagst, wow, cool, ich will diese Session erleben. Oder vielleicht geht es dir wie mir, dass ich vor der Session dran saß und irgendwo einen inneren Widerstand gespürt habe. Sagt habe, jetzt muss ich mich mit den eigenen Themen beschäftigen. Und irgendwo weiß ich, es ist absolut super wichtig, aber irgendwie ist es noch so ein Thema, wo ein gewisser Widerstand da ist. Und der darf auch bei mir da sein. Weil wir gehen jetzt hier richtig gemeinsam gleich rein. Wie fühlt sich das an? Bist du offen oder zieht es dich eher zurück? Und wenn es dich zurückziehen sollte, dann öffnen wir jetzt erstmal den Raum für all die Möglichkeiten, die wir brauchen, um das Bestmögliche hier zu erleben. Menecha ushtich men elpeach heri
As man die que anach mene ish janaiko halben non. De quel awajin nabart namaij ei isen de leer je te lachar ne kest maijin destan. Elai, na kwanan tere testa, mijin, ban, lij, mali, komu. Wie viel mehr Raum, wie viel mehr Leichtigkeit wir schon hier haben. Und dann lass uns einmal das Ganze betrachten, wie wir im Alltag reagieren, wenn wir konfrontiert werden mit Stress, mit Situationen, die uns belasten. Das erste Muster, mit dem wir arbeiten wollen, ist dieses Handlungsfähigkeit zu erlangen und in den Flow hineingehen zu können, wenn wir im Stress sind. Und dass wir zwar bewusst sind, dass die Information, die uns vorher in den Stress hineingebracht hat, dass die noch da ist, aber wir selber bei uns sind. Dass du bei dir bist. Dass das, was in Krisenzeiten auf uns zukommt oder um uns herum geschieht, ja, eine Krise ist, aber wir trotzdem absolut handlungsfähig bleiben, autark, voll in der Kraft. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, auf was reagierst du? Welchen Input nimmst du als Stress wahr? Sind es die politischen Begebenheiten? Ist es, wenn jemand in der Familie krank ist? Ist es, wenn du in die Arbeit hineingehst, jeden Tag in deine Arbeit gehst und vielleicht etwas tust, beruflich tust, das du gar nicht gerne machst? Ist es, wenn dir jemand entgegenschreitet, den du nicht magst? Wann passiert Stress mit dir und wie verhältst du dich dann? Was geschieht in dir? Grundsätzlich, was in dir geschieht, ist, dass du beginnst, ja, auf einer körperlichen Ebene dich zu verschieben. Und da möchte ich ansetzen. Ich möchte, dass du dich spürst, wie du dich verschiebst. Und um das zu machen, möchte ich heute so ein bisschen eine kleine Übung mit dir machen, dass du im Prinzip einfach mal aufstehst und dort schau dafür, dass du ein bisschen Raum um dich rum hast, wenn du stehst und dich erstmal spürst, wie dein Körper sich jetzt gerade anfühlt. Also beweg dich ein bisschen, lauf ein paar Meter, spür deine Knie, deine Beine, die Kraft in deinen Lenden, in der Hüfte. Wie aufrecht bist du in deiner Wirbelsäule? Wie stark stehst du in deinem Becken? Hast du das Gefühl, du bist hier sauber, satt verankert? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es dir gerade richtig gut geht. Dass alles in Ordnung ist und dass dein Leben gerade voller Liebe, voller Leichtigkeit, voller Freude ist. Und wie dein Körper sich zu dieser Leichtigkeit anfühlt. Wie fühlst du dich, wenn du vollkommene Freiheit hast, wenn es dir perfekt geht? Spür einmal, wie fühlt es sich an, wenn alles stimmt? Das merkt man sofort in den Beinen, da kommt Energie rein. Spür mal rein. Wie fühlst du dich, wenn in deinem Leben alles passt gerade, wenn alles richtig gut ist? Und hey, vielleicht hast du den Zustand noch nicht so erlebt, aber den gibt es. Also geh mal in dieses Feld rein und sag, ja, den Zustand gibt es auch für mich. Wie fühlt sich das an, wenn alles stimmt? Ich gebe mir die Erlaubnis, das zu spüren. Und dann bleib einmal dort stehen, wo du stehst. Nicht hinsitzen, gar nichts machen, einfach dort stehen bleiben.
Du spürst jetzt, wie es sich anfühlt, wenn es richtig ist, wenn es passt. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach einmal gemeinsam zurückgehen, einen Schritt zurückgehen, nur einen Schritt zurückgehen und spüren mal, hier ist ein Feld von Stress. Wenn du in ein Stressmuster hineingehst, wenn du jetzt einen Schritt zurückgehst, dann nimm einfach mal an, dass hinter dir den Schritt zurück. Der Stress ist die Reaktion, mit der du reagierst in deinem Körper, in dem Augenblick, wo du Stress hast, wo es dich so richtig zusammenzieht, wo du nicht mehr weißt, wie du handeln sollst. Und dann schau, was dein Körper macht, wie der sich verändert und auch dein Gemüt sich verändert. Also ich merke bei mir zum Beispiel, es kommt gerade in der Gruppe extrem Trauer hoch. Ich könnte heulen, wenn es nach dem geht und mich zusammenziehen und klein machen. Das ist richtig spürbar da. Es gibt auch einen Teil in mir, der ärgerlich wird. Der sich wehren will, der sich umschlagen will und so weiter. Ist übrigens jetzt eine klare Aussage dessen, was ich in der Gruppe spüre. Und wir haben hier sehr viele Reaktionen hier. Das sind Reaktionen auf Stress. Für mich ist wichtig, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gehen, hier ist das freie Feld. Da ist alles gut. Hier ist das Stressfeld. Ich möchte, dass du diese zwei Unterschiede spürst. Weil das ist der Zustand, in den wir nachher rein wollen. Wenn wir abgelöst haben, will ich, dass du dich so richtig weit und gut fühlst. So richtig offen und dir bewusst wirst, dass du, wenn du im Alltag bist und du merkst, hey, das wird mir gerade zu viel, dass du bewusst einen Schritt nach vorne gehst und das hinter dir lässt. Kleine Technik. Ich bin normalerweise kein großer Techniker, aber das ist etwas, was dir helfen kann, wenn du dir das einprägst. Ich gehe einen Schritt in die Freiheit hinein. Und den Zustand, den verankern wir jetzt ganz tief. Merke ihn dir. Merke ihn dir. Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Was passiert, wenn wir Stress haben, ist, dass unser Sympathikus aktiv wird. Wir schieben die Zunge nach oben, die Wirbelsäule kriegt einen Impuls über den Nervus glossus, das Zwerchfell wird angespannt, wir können nicht mehr frei atmen. Adrenalin setzt sich frei. Wenn wir den Zustand zu lange halten, dann kommen wir irgendwann in eine Erschöpfung. Adrenaline-Erschöpfung, die irgendwann zu einem Burnout führt, weil wir die ganze Zeit Adrenalin und Stresshormone bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aus diesem Muster rausgehen können. Und dein Körper reagiert dann noch auf anderen Ebenen, der pumpt dann das Blut nur noch in die Arme und die Beine, also die Organe selber werden nicht mehr richtig geflutet. Das Gehirn versucht eine Lösung zu finden, findet es aber nicht und ist auch noch verwirrt. Also letztlich sind wir in diesem Zustand fast unzurechnungsfähig, wenn er zu tief geht. Bada, edeschene. Aguarda machala te mojo y jetsi sine te kamananan. Galabari, Guadat Mue, Jaban, Aman, We, Kai, Asian, Nan, Nekala, Wein, Ahu. Tja. Nyama. Nijish, Zinen. Shambhi Kal.
Vedich Naman the Bain Jidin the Gombay. Guamuk Leinam Shaban. Spür mal, was in deinem Kopf passiert. Wie viel mehr Leere, Leichtigkeit, mehr Stille reinkommt. Manisch, Berien und Talomo, Hui. Nun geht es nicht hin. So. Dai. Lele Chalal. Und dann geh mal ein bisschen vor mit deinen Schultern. Spür das mal, wenn du das machst, wenn du dich richtig wahrnimmst. In deiner Wirbelsäule, wie viel Druck und Stress noch hinten in dem Rückenstrecker drin ist, der runtergeht, der von oben sich mit deiner Wirbelsäule entlang runterspannt. Und hier genau in der Mitte des Rückenstreckers sind dann diese Knötchen drin, die diese Einschränkungen in der persönlichen Freiheit ausdrücken. Wahnach, lebedich, ich will jetzt zu kommen. Immer wenn das Ich, das Ego, eine Gefahr wahrnimmt und Stress da ist, dann kann es sich nicht mehr frei bewegen. Und dann scheint die Welt ein gefährlicher Ort zu sein. Und wir sind nicht mehr in unserer Handlungsfähigkeit, weil wir ja nicht mehr bei uns sind. Teile von uns sind in der Vergangenheit, in der Zukunft und vermuten in der Zukunft, was sein könnte. Und hängen vielleicht fest in der alten Erfahrung, dem Muster, das wir angelegt haben. Und dann fühl einmal, wie es sich anfühlt, wenn wir die alten Muster, die Erfahrungen loslassen. Wenn all die Erfahrungen, die in Zusammenhang stehen mit dem Stress, den du spürst, die erste Angst, die da war, dieses erste Verhalten, sich zusammenzuziehen, wenn dieses Muster, diese Idee vollkommen deine Körperstruktur verlässt und dadurch eine Lösung deiner Wirbelsäule stattfindet. Spür nochmal deine Schultern, deinen Rücken. Schau mal, wie das aufmacht. Und du plötzlich in einen komplett anderen Atemrhythmus kommst. Dein Zwerchfell sich öffnet. Und ein sich hineinfallen lassen in die Situation, eine Weichheit, eine Leichtigkeit, eine mehr vertrauensvolle Bewegung in dir stattfindet, die dir den Raum gibt, einfach zu sein, ohne zu reagieren, ohne in dieser Ohnmacht der Reaktion zu sein, aktiv zu sein, nichts zu tun, einfach nicht tun. Wu Wei, dieser Zustand der Beobachtung, der Lehre, des Seins. Der Stille.
dann spür auch gleichzeitig mal, wie in deinen Lenden plötzlich beginnt, eine Energie zu fließen zu deinen Füßen, wie du dich beginnst zu erden in dem Hier und Jetzt und auch gleichzeitig auch auszudehnen. Das heißt, du separierst dich nicht mehr durch die Ängste, sondern du bist so viel mehr da, verbunden mit dem Hier und Jetzt. Das ist wie wenn wir Wurzeln schlagen in dem Moment, in dem wir uns befinden. Spüren mal, wie du dich ausdehnst. Und lass kurz diese Emotion der Trauer, des Sich-Findens, des Unverständnisses, weil du woanders warst, lass die los. Beobachte sie. Einfach beobachten und ziehen lassen. Und dann wird es noch stiller. Jetzt kann die Stille mit einem Lächeln erfahren werden. Marahamet. Ihr werdet schon mal ein bisschen. Kolaman. Und dann lass uns einmal jetzt in diesem Zustand mit den Teilen des Tages arbeiten, in denen wir uns verhaftet fühlen, in den Abhängigkeiten. Das kennst du, dass du Dinge machst, von denen du weißt, sie tun dir nicht gut. Und machst du trotzdem. Denke, jeder von uns hat so kleine Habits, sei es beim Essen, sei es beim Konsum von Medien, sei es in bestimmten Handlungsweisen oder wie wir den Tag beginnen. Ob wir leistungsfähig sind, ob wir überhaupt etwas tun wollen oder eher in unserer Phlegmatie hängen. Jeder von uns hat solche Muster. Wo findest du dich? Was ist dein Muster, dass du sagst, hey, da komme ich nicht ran, da komme ich nicht drüber weg bis jetzt? Und wo spürst du auch eine Wehmut, wenn du es nicht lebst? Wo hast du das Gefühl, dir entgeht etwas in deinem Leben, wenn du dich nicht in das hineinbegibst, obwohl du weißt, es tut dir nicht gut? Das ist ein wichtiger Punkt. Wehmut. Hol dir mal diesen Moment oder dieses Habit, diese Angewohnheit, diese Addiction, diese Sucht nach diesem Ding einmal richtig vor dich. Stell es einmal richtig vor dein geistiges Auge. Baran, ebedisch mokwal rit ijin sam nam wartana nukuiste jamash. Und wir werden jetzt einmal den Kortex, diesen Bereich, diese Gateway, der so ausgeprägt ist, weil es ja ein Muster ist. Es ist ein richtig dicker Gateway, ein Riesenkabel, das sich verkabelt mit dieser Handlung, mit diesem Addict, mit dieser Verhaftung. Diesen Kortexbereich, den öffnen wir jetzt einmal. Und geben den Impuls, dass auch die Spiegelneuronen, die Erinnerungen, alles, was damit zusammenhängt, loslassen darf, sich neu orientiert, frei wird, leicht wird, sodass eine andere Handlung, eine freie Wahl, möglich ist. Chechmoid, erledigt. Hamakai, Teres. Ich meine, Ekelein, nein, no, hui, ich must,
Nukwana. Sil. Oar harijene. Jep. Kelema. Testei. Kum. Derai. Uakeste. Wundere dich nicht, wenn du gähnen musst. Es ist ein Ablösen, ein Loslassen. Und immer, wenn wir gähnen, ist Wahrheit mit dem Spiel. Jabart erenate jeque quenat. Und immer, wenn ich was Wichtiges sage hier in diesem Studio, klingelt die Kirche. Adachara was weiche. Ana nekene sebei. Amore tue, sì. Wie eine Bestätigung. Jebetsch. Spür mal dein Gehirn und hol dir nochmal dieses Habit vor deine Augen. Diese Verhaftung. Ist es noch so nah? Hast du das Gefühl, du kannst es noch greifen? Möchtest du das Gefühl von Autonomie stärken in dir? Dieses Ich habe eine Wahl. Wadat ngwe anan chwe lm bay nam deim boyari kalbaranam bay Shum Berechala Yaratinish Tanamichumaichi. Eine Wahl zu haben ist ein würdiger, ein würdevoller Zustand. Die Ohnmacht ist unwürdig. Wir wollen in diesen würdevollen Zustand hineingehen, Verantwortung dafür übernehmen, dass wir handeln können, dass wir eingeladen sind, hier zu erschaffen, zu wählen, zu initiieren, zu gestalten. Spür mal, wie dein Körper all diese Sachen loslässt. Jeder von uns reagiert auf einen anderen Impuls. Kreativität, Gestaltung, Erschaffen, Schöpfen, Mitmachen. Was zieht dich an? Autonomie, Selbstständigkeit, selbstbewusst? Liebevoll, selbstliebevoll? Selbstmitgefühl für das, wie wir gehandelt haben? Macharat oboa ko eberenenjan jemaritiritiyish kalamasheret
Namane vissinia, ishe quarte, abol abarchenetin istere. Eine Frage der Identifikation mit Grundwerten. Kernwerten, die uns ausmachen. Wo findest du dich? Und wenn du jetzt gleichzeitig nochmal diese Angewohnheit vor deine Augen führst, spür mal, ob das noch da ist, ob du es noch greifen kannst. Für mich ist es nicht mehr wahrnehmbar. Der Raum ist leer. Die Reaktion bleibt aus. Die Aktion der Ruhe ist hier. Vollkommene Stille. Ein bisschen mehr Selbstannahme wäre wichtig. Na, schon. Quartella, ciamo qui. Lass uns die Strukturen des Brustkorbs, des Herzens noch weiter öffnen, dass mehr Selbstannahme geschieht. Sicherete, dass du dich, Seele, dass du dich erkennst und identifizierst in dem Raum des Körpers, den du gewählt hast. Liebevolle Annahme jedes einzelnen Moleküls, jedes Atoms, jeder Struktur, jedes Gedankens, jedes bewussten Seins, unbewussten Seins, Sinns und Unsinns. Badana. Und plötzlich fängst du an, in dich hineinzugreifen, hineinzulangen. Spür wie dein Herz, wie wenn es sich ausdehnt in alles hinein und alles berührt. Das Zuhause deiner Seele. Deine Seele sich viel tiefer in dir verankert. Dein Ego leise wird, da sein darf und doch die Seele in ihrer Ruhe, in dem Bewusstsein, alles ist gut, richtig wahrzunehmen, zu spüren, mit dir zu atmen. Noch mehr Stille. Wunderschön. Gib dir etwas Raum und Zeit, das zu spüren, wahrzunehmen. Sei hier. Und wenn du soweit bist, dann komm in unseren zweiten Teil, den Transformationsteil, wo wir noch tiefer verankern, was wir jetzt gerade machen. Und spür einmal, wie frei du schon bist. Bis gleich. Keep what us